Hallo, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Team Dunkelheit. Letztes Part war richtig die Party los. Wir waren auf dem Zeitturm, haben Dialga getroffen und gegen Dialga gekämpft. Es war ein relativ kurzer Kampf, aber ohne Agilität und ohne Paralyse. Ich glaube, da hätte es mich doch ein bisschen aufgeschmissen. War schon ziemlich cool. Und wenn man jetzt das Spiel beendet hat, dann kann man etwas Optionales machen. Unter anderem, was man auch machen kann, ohne dass man das Spiel abgeschlossen hat: man kann einen Freund retten. Das heißt, wenn man von DS zu DS spielt, nebeneinander steht und sagt, ja, ich will den retten, und dann kann man ihm helfen, wenn er zum Beispiel in der Story nicht weiterkommt oder in bestimmten Missionen nicht schafft, dann kann man ihm helfen. Ist ziemlich cool eigentlich. Dann über Wi-Fi-Connection oder Passwort retten. Das ist fast das gleiche, nur mit Passwort, soweit ich weiß, ne? Und dann haben wir den Wunderbrief. Der Wunderbrief ist über die Wi-Fi-Connection, dass man da Codes bekommt für legendäre Pokémon oder bestimmte Pokémon, bestimmte Aufträge. Ist eher nicht was fürs Let's Play, das kann ich leider nicht zeigen, geht eher nicht. Dann kann man über TS-Übertragung mit Freunden Items handeln, ja, oder Teams auch, je nachdem, was man haben will. Dann kann man einen Verlauf ansehen, was man alles gemacht hat, das Abenteuer-Logbuch, ja, den Team beigelegte Pokémon, das ist meins, 14, bekämpfte Pokémon-Arten 196 von 493, auch nicht schlecht, 50 gelernte Attacken, das geht ja noch, in Dungeons K.O. gegangen, 6 Mal? What? Ich hatte ein bisschen geringerer in Erinnerung. Und ja, die letzten 3 Seiten sind noch gar nicht gefüllt. Die werden wir auf ein bisschen was reinschreiben. So, einfach mal Spiel vorsetzen. Da steht da oben 2599 zu 1898. Was das heißt, ich glaube, das hat irgendetwas mit dem Rang zu tun oder mit der ID. So eine Art Pokémon-ID. So. Durch das heldenhafte Handeln von Harry und Gelast wurde die Zerstörung der Zeit verhindert. Frieden kehrte zurück in die Welt der Pokémon. Natürlich stellte sich die Normalität nicht von heute auf morgen ein. Nix da. Wo sind wir denn hier? An manchen Orten war die Zeit immer noch außer Kontrolle. Aber überall besserte sich die Situation. Harry und Gelast kehrten zur Knurrluftgilde zurück und fielen zurück in ihr tägliches Routine des knallharten Trainings. Eines Morgens, einige Monate später. Was? Abschlussprüfung? Gelast, ich hab doch nicht gelernt! So ist es! Die Abschlussprüfung der Gilde! Ja. Wenn ihr die Abschlussprüfung besteht, könnt ihr die Gilde verlassen. Und das Ganze, was ihr gemacht habt, war umsonst nicht herz. Ihr seid dann auch das strenge tägliche Trainingsprogramm los, ja? Okay. Selbstverständlich hängt alles davon ab, ob ihr die Abschlussprüfung besteht. Kriska! Blauäugel! Wir sind schon viel länger dabei als die beiden! Kriska, warum dürfen Harry und Gelast die Prüfung vor uns ablegen? Warum? Kriska! Dreh durch, ey. Sie haben sich oft genug als erwürdig erwiesen, ja? Und immerhin haben Harry und Gelast die Welt gerettet. Blauäugel! Wo er recht hat, hat er recht. Sie haben sich selbstverständlich das Recht erworben, geprüft zu werden. Blauäugel! Das ist auch interessant. Man ist zwar nicht so lange dabei, aber man ist schon besser als die anderen. Ja, nee, ist klar. Und so läuft es ab. Wir werden euch bald die Prüfung abnehmen, ja? Ich erwarte, dass ihr vorbereitet seid. Krakeno hat letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht. Sonnenflora. Und ist gerade durchgefallen. Kremsko, Kremsko! Lass mich in Ruhe, ja? Also, was müssen wir diese Abschlussprüfung tun? Gelast, lernen Mathematik, Physik, nichts davon. Knalle! Ich möchte, dass ihr in tief eines gehörsames Verwirrwald erkundet. Ihr solltet dort auch einen Ort vorfinden, der Glitzerquelle genannt wird. Knalle! Glitzerquelle? Gelast! Ja, dort gingen einst die Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Oh. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Knallop! Im Moment kann sich dort einiges weggeklickt, verdammt. Wir möchten, dass ihr zur Glitzerquelle reist. Ja, das ist das Wichtige. Und mit ihrem Schatz zurückkehrt. Wer diesen Schatz zur Gilde zurückbringen kann, habt ihr die Prüfung bestanden. Klingt doch einfach, oder? Ihr werdet dann als voll ausgebildetes Erkundungsteam anerkannt. Und ihr geht mit vollen Ehren von dieser Gilde ab. Enorme Ehre! Okay, schön das!
Wir müssen den Schatz zurückbringen. Das machen wir, Harry. Aber, Knuddel, pass auf diese eine Sache auf. Es gibt dort, Knuddel, einen fürchterlichen, starken Gegner, Knuddel. Okay, Leute, ich habe mich gerade ein bisschen haarlos. Ich dachte, ihr hört was. Dabei war es nur draußen was. Der Großmeister allen Übels lebt dort, Knuddel. Der Großmeister allen Übels will das. Genau. Der Großmeister ist schrecklich durchtrieben, Knuddel. Seine Gegenwart ist so entsetzlich, dass niemand sie wirklich erleben möchte, Knuddel. Wow, das klingt böse. Viel Glück, Knuddel. Was? Wie? Ich will aus! Einfach so viel Glück! Wie dreist! Das reicht für die morgendliche Unterweisung! Alles klar, Leute! Gehen wir an die Arbeit! Yay! Hurra an die Arbeit! Ob wir Abschlussprüfung jetzt schon schaffen? Wird schwer. Aber möglich. Harry, was machen wir bloß? Der Großmeister allen Übels will aus! Hey, Krakeo! Krakeelo, du hast doch letztes Jahr die Prüfung gemacht, oder nicht? Schön das! Es gibt da etwas, das wir gern wissen würden. Kannst du uns erzählen, was der Großmeister Anonymous für ein Typ ist? Schön das! Krakeelo, tut mir leid, aber das darf ich nicht sagen. Das ist die Gildenring, ich darf nicht darüber sprechen. Tut mir leid, Krakeelo! Aber ich kann euch Folgendes sagen. Euch erwartet eine schauderhafte, schreckliche Zeit! Was ich alles mitgemacht habe. Krakeelo, zocke jetzt, wenn die Erinnerung mich einholt. Ah, Hilfe! Silas! Das klingt nicht gut. Krakeelo hat uns nichts nützlich erzählt. Ja, wenn er uns nichts sagen darf, ich weiß nicht, Silas. Wir bereiten uns am besten allein auf die Prüfung vor. Silas, gehen wir nach Schatzstadt und machen uns bereit. Jo, machen wir uns bereit in Schatzstadt. Eine Abschlussprüfung also in der Gilde, damit man angesehen wird als, jo, sehr gutes Mitglied. Viel Glück bei der Abschlussprüfung, ja, danke sehr. So, jetzt kann man seine Teammitglieder auswechseln, außer man sich selber und Jelas, das geht noch immer nicht. Da muss noch ein bisschen warten, bis das geht. Aber ich schau mal, was ich alles habe. Knospi Scheinungs auf Level 18, Starlilie auf Level 8, Anorith auf 1, Sepitis, Ninkala, Farbigel, Dummesel, also die meisten Pokémon, wie ich sehe, würden mehr oder weniger gelevelt gehören, also das lasse ich mal lieber. Level 37 bin ich ja selber. Was am nächsten nahe kommt, ist Knospin mit Level 28. Das ist schon richtig krass eigentlich. So, was gibt's eigentlich für Aufträge? Schauen wir mal. Wow! Hier ist ein Stern 2 Auftrag. Die sind ziemlich selten. Der Anspruch Stern 2. Ich glaube, das ist noch krasser als wieder S-Rang. Bin mir zwar nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ist das ziemlich krass. Ja, ziemlich interessante Aufträge. Und das haben wir hier. Ich kümmere mich darum später. Ja, B und S und C, nichts Interessantes. So, dann machen wir uns mal bereit für die Abschlussprüfung der Gilde. Das ist das erste Optionale, was man machen kann. Danach kann man befreundete Pokémon entwickeln, aber sich selber nicht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn, ja, sonst fragt man sich, ich kann mich nicht entwickeln, obwohl ich einen Dornstein habe. Und hier haben wir Teddy Ursa und sein Vater, oder wie? Oh, Schillers, Harry. Teddy Ursa, hi. Teddy Ursa und Ursaring, Schillers. Was steht an? Geht ihr zwei irgendwo hin? Jawohl. Wir sind gerade auf dem Weg zum Verwirrwald. Teddy Ursa. Was? Der Verwirrwald? Aber ist das nicht gefährlich? Habt ihr nicht gehört, der Großmeister allen Übels soll sich da aufhalten? Schillers! Der Großmeister allen Übels? Ursaring! Von so etwas habe ich noch nie gehört! Wahrscheinlich noch Gildenintern. Und ihr glaubt nicht, dass ihr euch irrt? Ursaring! Wir gehen häufig im Verwirrwald spielen! Teddy Ursa! Wir haben noch nie von einem Großmeister gehört, geschweige denn ihn gesehen! Teddy Ursa! Ihr müsst irgendwelche Gerüchte erlegen sein oder so. Oh, sein! Ich glaube wirklich, dass es nur Gildenintern, weil es so gefährlich ist. Gehen wir, Ursa! Tschüss! Ciao, ihr zwei. Irgendetwas stimmt nicht. Stillast! Es klingt überhaupt nicht, wie das Krulhof gesagt hat. Nicht, dass wir irgendetwas daran ändern könnten, aber machen wir uns fertig, um uns
auf den Verwirrwarnzug begeben. Silas! Etwas merkwürdig ist es, aber interessant. Und hier haben wir ein Togepi! Togepi! Ihr seid das Team, das in verbuchtes Land gereist und den Lieblingsplaneten auf Kanda Togepi! Jo, das waren wir. Und hier haben wir auch einen Quaxo! Quaxo! Ihr seid großartig! Quaxo! Quaxo! Danke sehr, Quaxo. So, man kann jetzt nochmal ins Dojo hineingehen, sich ein bisschen trainieren, aber das mache ich eventuell offscreen. Mal sehen. Wie sieht es mit deinen gelingten Attacken eigentlich aus? Wenn ich schon mal hier bin, bei L.A. Voltec. Moment, wo stehen die? Ah, hier. Sieht gut aus. Und bei dir? Ja, Panzerschutz und Rasierblatt hätte ich schon gern zusammen. Also, L.A. Voltec, mach deine Arbeit. Kombiniere. Celast. Panzerschutz und Rasierblatt. Danke sehr. Nett von dir, L.A. Voltec. Danke, danke, danke. So, bevor ich aufgehe, die Prüfung abschließen, oder wie man das sagen würde, zu machen, ja, schaue ich mal, ob man was shoppen kann. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Bill Leversan, her damit! Her damit, wenn ich den schon sehe. Den verbrauche ich immer wieder, egal was ich habe. Ansonsten, okay, den Rest brauche ich nicht. Danke sehr, Kekleon. Kekleon! Dann haben wir das andere Kekleon. Du verkaufst ja immer TMs und Orbs. Feuersturm, Gyroball, Schwerttanz. Nicht etwas, was ich irgendwas gebrauchen könnte von, ne? Ja, passt schon. So, hier haben wir ein, wie heißt du nochmal? Mundtier? Mundtier, Mundtier! Ich hab gehört, dass es euch beiden los ist! Mundtier, Mundtier! Ich hab so wieder die Gildabschlussprüfung. Gebt alles, Mundtier! Sogar der weiß Bescheid. So, man kann sogar jetzt wieder hierher gehen. Zu Schellast, sein zu Hause. Und ja, wollte nur zeigen, dass man hierher gehen kann. Aber hier ist nichts Besonderes, leider. Und, was ich schade finde, man wird Reptain nie wieder sehen. Er hat sich geopfert. Ob er in der Zukunft existiert, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, er hat sich geopfert, um Zwirfeln abzuhalten, das mich in die Zukunft zurücknimmt. Und darum ist Webtin jetzt weg. Mein Partner, mein Alter. Ja, aus der Zukunft. Okay, auf geht's nach Verwirrwald. Hier ist nicht sehr weit weg von der Gilde. Da hatten wir schon krasseres. Wenn wir mal die Karte ein bisschen ansehen. Jo, das ist ziemlich groß. Der Zeitturm ist nebenbei nicht anwählbar als Dungeon. Dazu müssen wir etwas anderes machen. Aber das werden wir alles nicht sehen, aber das meiste. So, willkommen im Verwirrwald zur Prüfung. Ob wir gildentauglich sind, ob wir raus können aus der Gilde aus der Trainingszeit, ob wir dann die Master sind. Hier ist der Eingang zur Verwirrwald mit einer sehr komischen Musik. Schillers! Ich weiß nicht, von der bekomme ich immer Ohrenschmerzen. Zumindest nur am Anfang. Später wird es wirklich ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was wir drinnen zu Gesicht bekommen werden. Schillers! Und das ist unsere Mission. In die tiefsten Tiefen des Waldes vordringen und den Schatz zurückbringen. Das ist unsere Abschlussprüfung. Lass uns die Prüfung bestehen und somit die Gilde mit dem Abschluss in der Tasche verlassen können. Lass es uns nicht verpassen, Sari. Ich werde es auf jeden Fall nicht mit auf sie machen. Verwirrwald Ebene 1. Willkommen in unserer Gildenprüfung. Hier haben wir zum allerersten Mal eines meiner Lieblings-Pokémon. Libeldra! Wie geht's denn dir, mein Freundchen? Donnerwelle und Agilität. Ich mag Libeldra. Ist ein ziemlich bodenständiges Pokémon, ja, auch. Ein Bodendrachen-Pokémon. Ziemlich cool. Und hier haben wir, das ist ein Ultrigaria. Ultrigaria pflanzen Gift-Pokémon seit der ersten Generation. Und, Libeldra ist seit der dritten Generation vorhanden. Ja, es kommen hier relativ viele Pokémon. Gemischte Generation von erster bis in die vierte. Aber schade, dass sich Libeldra hier nicht rekrutieren kann. Und wenn, dann nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Komm her, Libeldra. Ich will es natürlich sehr gerne haben und... verdammt, was mache ich denn da? Er kann eine Feuerattacke. Ja, Libeldra kann ziemlich viel. Es kann Finte, es kann Feuersturm. Es kann Drachenwut, es kann... Ne, Drachenwut kann es nicht, glaube ich. Aber das war knapp. Aber soweit ich weiß, es kann sehr böse sein. Und ouch, das habe ich mal direkt mal umgebracht. Dafür gehst du sterben. Level 38. Ja, Libeldra ist sehr gut. Es kann Erdbeben, Wutanfall, Drachenklaue. Auf der speziellen Seite Drachenpuls, Drakometeor.
Eisstrahl kann es nicht, aber Erdkräfte. Dann hätten wir noch anzubieten eine Käferattacke, die auswechselt. Wie ist denn nochmal? Auf jeden Fall haben wir einen Saftkorn. Ein Käfer-Pokémon seit der ersten Generation und kann nur eine einzige Attacke. Härtner. Wie ist die Attacke nochmal bei den Weltraum? Kehrtwende, genau. Und ich habe eine Warpfalle! Eine Warpfalle. Sehr böse. Bringt mich augenblicklich ganz woanders hin, wo ich normalerweise wäre. Ist eine der nervigsten Fallen im gesamten Spiel. Kenne kaum was Nervigeres. Und nach links ist es kürzer. Okay, danke. Schön, lass, dass du mir den Weg hier aufgetan hast. Wie nett von dir. Und hier haben wir ein Evoli! Evoli! Ich war noch nicht fertig mit Libeldra, ne? Also, Libeldra ist schon sehr vielseitig. Seine Werte sind auch relativ durchschnittlich. Nur Spezialangriff könnte ein bisschen höher sein, wobei der auf 80 ist, aber will ich nicht reden. Und Mamfaxo bekommt man hier die am wenigsten Erfahrungspunkte. Und hier haben wir Shellterra! Mit der Entwicklung von Shellast. Ein sehr gutes Pflanzenboden-Pokémon. Aber seine vierfache Pflanzenschwäche. Eisschwäche macht das ein bisschen crazy. Aber es ist ein ziemlich gutes Pokémon. Ich spiele es sehr gerne mit Amnesie. Bisschen merkwürdig, aber hey, es geht. Und jetzt sind wir im Nebel. Willkommen im Nebel. Yay. Yeah. Und hier haben wir ein Bisa-Knosp. Noch nicht Bisa-Flor, das kommt wahrscheinlich später. Ja, wie gesagt, sehr viele Pflanzen-Pokémon, Gift-Pokémon, Pflanzengift, Pflanze-Boden hatten wir auch schon, Boden-Pokémon. Aber ich werde mal probieren, offscreen ein Libeldra zu rekrutieren. Das könnte ein bisschen dauern. Die Rekrutierrate hängt immer davon ab, wie wahrscheinlich das ist und wie schnell man das Pokémon herunterhaut von den HP. Aber wenn es immer One-Hit ist, dann ist auch eine halt Wahrscheinlichkeit, dass es sofort stirbt. Ist ein bisschen crazy, das zu erklären, aber wird schon gehen. Egelsamen, du kannst mich mal, du mit Egelsamen. Egelsamen, ja, schon recht. Zack, und tschüss, Bisa-Knosp. Bisa-Knosp, ein Reinsamen. Ist ein ziemlich cooles Pokémon. Bisa-Flor, die letzte Entwicklung. Ziemlich tankig, wird sehr oft benutzt. Kann ich gut verstehen. Gute Initiative, guter Angriff und auch Spezialangriff. Gute KP ist ziemlich durchschnittlich und was gibt Spitzen? Ups, warum habe ich die jetzt nicht gesehen? Ach, egal. Ebene 4 und im Verwirrwald, da kann man sich ganz schön verwirren. Hier haben wir Durchbruch. Ich weiß, dass Pikachu das kann, aber. Nee, machen wir mal nicht. Hier ist eine Attacke, die Kampf ist. Ich glaube 45 Stärke. Und hier haben wir Chelka rein. Die zweite Entwicklung von Shellast. Ist ein kein Boden-Pokémon, sondern nur reines Pflanze. Ich finde immer interessant, dass erst Shellterra Pflanze-Boden ist. War Chelka rein noch nicht. Und hier haben wir eine Matschfalle, die meinen Spezialangriff senkt. Naja, es ist nicht so arg. So, ich gebe mir mal den Mampfgürtel. Hätte ich eigentlich schon früher machen können, aber ich vergesse es immer wieder. Es nervt einfach, wenn man das jeden Dungeon wieder neu ausrüsten muss. Das nervt einfach nur. Hier haben wir Radikal! Ein Pokémon seit der ersten Generation, das mit Superzahn meine Hälfte meiner KP abziehen will, aber es ist weg. Und eine Marombeere. Das war hier gegen Schlaf, ne? Ja. Nahrungsmittel, welches Pokémon den Schlaflos-Status versetzt und somit Schlaf verhindert. Hier ist eine ziemlich coole Beere. Kann man auch sehr gut mit Kombinationen mit Erholung spielen. Oh ja. Und hier haben wir ein Schlupuk. Schlupuk. Ein reines Gift-Pokémon. Ich finde Schlupuk interessant. Die Weiterentwicklung Schluckwech ist auch merkwürdig. Aber okay. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Irgendwie so eine Art Schleim. Aber wenn ich Schleim denke, muss ich immer an Slimer denken. Weiß auch nicht warum. So, der Verwirrwald ist ein relativ langer Dungeon. Und wow! Hier haben wir ein weiteres Shellast und einen Haufen Pflanzen-Pokémon, okay? Ladungsstoß geht auf alle! Bam! Bang! Eines tot! Zack! Zwei tot!
2 gestorben, dann doch nochmal! Ladungsstoß! Wie gesagt, geht auf alles! Ist eine richtig geile Attacke somit. So, komm nur her. Das war Lorblatt, ja. Lorblatt! Lorblatt ist ein eher defensives Pokémon. Aber selbst in der Defensive ist es durchschnittlich. Es ist da fehlt einfach ein bisschen was. So, ich esse mal den Samen. So, zack. Damit ich den Belebersamen hier aufheben kann. Belebersamen ist ja viel besser als so ein ganz normaler Samen. So, Verwirrwald Ebene 8. Jo, der Verwirrwald wird ziemlich nervig werden. Bei allem. Weil das Kundank einfach mal so ein Memento Mori eingesetzt hat. Okay. Normalerweise ist es so. Memento Mori bringt das eigene Pokémon um. Und senkt den Angriff und Spezialangriff des Gegners um 2 Stufen. Problem ist nur, sobald der Gegner auswechselt, ist es halt wieder da und sein eigenes Pokémon bekommt man nicht wieder. Hier ist es so, das Pokémon wird teleportiert. Wohin kann man allerdings nie sagen. Da bist du schon wieder, Skundank. So langsam wird mein Spezialangriff auch schon sehr böse gering. Und what the hell? Skundank ist explodiert! Das kommt eigentlich nicht so vor. Autsch. Heute habe ich nicht gerade meinen Glückstag, oder? Ich finde interessant, dass Kundank explodiert, wenn man es umbringt. Das hat irgendwie was. Achtung, Kundank! Es setzt Explosionen! Oder wie? So, ich verbrauche jetzt doppelt so viel AP, aber mir egal. Und Shellast erreicht Level 38! Ja, der Dungeon ist schon ziemlich schwer. Shellast ist auch schon wieder im kritischen Bereich und ich habe schon 2 Belebersamen verbraucht. Alter! Ziel wäre für dich, Shellast, bitte sehr. Dann geht's dir schon besser. Der Pufferstatus ist weg. Gut. Ziel wäre gefunden. Und schauen, wo der Ausgang wieder ist. Wie gesagt, der Verwirrwald ist ein ziemlich krasser Dungeon. Doch was wird uns erwarten? Ganz unten. Es wird irgendein Monster sein nach der Gilde nach, aber Ursaring und Teddy Ursa kennen es nicht, obwohl sie öfters im Wald hier spielen. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man sich hier nicht verläuft, weil es halt der Verwirrwald ist. So, jetzt reicht es mir. Ein auf Donnerwelle, Bam und Agilität! Und jetzt kannst du mich gern haben! Schaufler ist sehr effektiv gegen Skundank, da es ein Unlicht-Gift-Pokémon ist. Ich finde die Kombination interessant. Unlicht-Gift hat nur eine Schwäche. Boden. Psycho ist mal 0 wegen Unlicht. Kampf ist normal wegen Gift. Ansonsten noch Pflanze, ein halbes. Elektro normal. Wasser ist auch normal. Und aua. Nicht Blättertanz. Nein. Boah, zum Glück, hey. Blättertanz ist hier eine böse Attacke. Die geht nämlich 2 bis 3 Runden und man kann sie nicht aufhalten. Man kann sich auch nicht dabei bewegen, während das gegnerische Pokémon das macht. Ich bleibe jetzt hier stehen und warte bis zum nächsten Part, Leute. Was wird uns erwarten im Verwirrwald? Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Part, Leute. Wo wir die optionalen Sachen ein bisschen aufmischen.